Wir sind zu Gast in der Berliner Charité bei Professor Friedrich Köhler. Er ist Oberarzt für Kardiologie und Leiter des Arbeitsbereiches kardiovaskuläre Telemedizin hier am Deutschen Herzzentrum. Was sind denn medizinische Vorteile für Patientinnen und Patienten, aber auch für Sie als den behandelnden Arzt? Die großen Vorteile sind natürlich die verhinderten Krankenhausaufenthalte. Und das ist nicht nur, weil es unangenehm ist, im Krankenhaus zu sein. Jeder Aufenthalt wegen Herzschwäche verschlechtert die Prognose, verkürzt die weitere Lebenszeit danach. Das ist etwas, nach dem ersten Ereignis beträgt die mittlere Überlebensrate noch 3 Jahre, 3,5 Jahre. Das ist schlechter als viele Krebserkrankungen. Das heißt, dieses Verhindern von Krankenhausaufenthalten ist nicht nur ein Komfort, sondern es ist für die Prognose der Patienten entscheidend. Sie haben von, ich glaube, 4 Millionen Betroffenen eben gesprochen. Ja. Wie viele davon kommen schon in den Genuss der telemedizinischen Behandlung? Bei wie vielen Menschen können Sie das schon anwenden? Wie verbreitet ist das Verfahren? In Deutschland sind das ungefähr 250.000 Patienten, die man identifiziert als die, die am meisten davon, von diesem Konzept dieses Frühwarnsystems profitieren. Und ich würde mal schätzen, dass aktuell so 10.000, 15.000 Patienten in Deutschland an telemedizinisch mitbetreut werden. Das ist viel zu wenig und es ist wirklich eine große Aufgabe, dass diese Zahl sich ändert und dass diejenigen, die davon wirklich mit längerem Leben profitieren, das auch bekommen. Wenn es jetzt darum geht, so eine Technik in den Markt auch zu bringen. Welche Rolle spielt vor dem Hintergrund jetzt so eine Vergütungsvereinbarung, wie wir das jetzt haben zwischen PKV und Ärzteschaft? Gibt das Sicherheit? Meine große Hoffnung dabei ist, also wir haben Vergütung, wir haben Technologie, wir haben Datenschutz gelöst, dass auch die Patienten sagen, mehr davon erfahren und sagen, ich möchte das auch haben und das auch einfordern. Das ist mein großer Wunsch. Herr Professor Köhler, vielen herzlichen Dank.